Gott, nee, zu schnell, zu schnell. Ah. Was denkst du? Ich komme richtig rein gerade. Boah, nicht, pass auf, da kommt ein. Ja, Leute, und so fährt man eben doch noch 9 und 2 GT3 RS. Servus, Freunde, und herzlich willkommen zu diesem sehr besonderen Video. Und zwar darf ich heute zum ersten Mal Porsche GT3 RS mit MR-Fahrwerk, mit Cup Air auf der Nürburgring Nordschleife fahren. Und zwar diesen hier oder vielleicht auch diesen hier. Sieht einfach zu krass aus. Einfach 991.2 und 992 GT3 RS. Beide gehören dem Harun. Harun hat ja quasi vorher mal ein M3 gefahren. Quasi der Vorbesitzer von meinem M3. Es ist einfach so krass, wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, die beiden Autos nebeneinander, weil das hier ist halt schon die Ultra-Endgegner-Waffe eigentlich. 991.2 GT3 RS, MR-Fahrwerk drinne, MR-Bremsbeläge drauf, Cup Air, also wirklich Endgegner. Einfach Endgegner-Auto. Guckt euch das an, es ist ein Endgegner-Auto. So, und dann denkst du halt, mehr geht nicht, es geht absolut nicht mehr. Endstufe, und dann kommt einfach das Ding. Und schallert halt alles weg. Es ist halt komplett von einem anderen fucking Stern. Also es ist wirklich geisteskrank. Dieses Auto, wenn ich mir das angucke. Geplant ist heute erstmal, ich darf eine Runde 991.2 fahren, weil der ist auch noch nicht eingefahren. Der hat jetzt 1000 Kilometer runter. Das heißt, der wird die Nordschleife nicht sehen. Außer ihr seid ganz nett in den Kommentaren, da machen wir bestimmt noch ein Video. Und dann darf ich vielleicht doch nochmal die Nordschleife mit dem sehen. Wir holen gleich den Harun dazu. Und er soll mal so ein bisschen berichten, so, was jetzt so die ersten Unterschiede sind, weil es natürlich interessant, wenn man beide hat und eigentlich vermeintlich so das beste Rennstreckenauto der Welt schon hat, und dann kommt halt das, und das ist halt nochmal wirklich viel, viel besser. Ansonsten, ja, wir haben quasi ein Serienauto, nur ein paar Mantel-Specs verbaut, innen drin komplett all black. Das ist hier dem Karl sein Alter, hat schon in Anführungsstrichen 30.000 Kilometer runter. Klingt jetzt erstmal nicht viel für die meisten Leute, ist aber für so einen Porsche schon eine Menge. Ich habe ihn gefunden. Hallihallo, musst du sagen. Hallöchen. Ich habe schon eine kleine Anmoderation gesagt, dass ich gleich beide Autos voll fahren werde. Ach, Rekordrunde. Okay. Du bist schon voraus. Ja, ich bin dir ein bisschen voraus, weil Harun okay. Musste gerade essen. Hallöchen, mein Name ist Harun. Ja, die Leute kennen dich. Wir haben dich schon öfter in einem Video von der Firma ASG Remscheid. ASG Remscheid. Ihr müsst jetzt erstmal, euer erster Schritt muss jetzt sein, als kleine Danksagung an Harun, erstmal seinen Kanal jetzt abonnieren. Ja, ist ja? So. Oder? Ist der so. Ist hier, warte, hier. Guck mal, für alle, die das Video ohne Ton hören. Ja. So. Nee, sag mal gerade auf Ernst. So, du hast jetzt hier beide, ich habe schon eben gesagt, das ist Endgegner-Auto gewesen, immer eigentlich. Mhm. Und du denkst, mehr geht eigentlich nicht. So, ist ja brutal. Und dann hat Porsche halt das gebracht. Also gerade, wo du es gerade angesprochen hast, weil ich hatte es auch nicht so auf dem Schirm gehabt, der eine stand hier, der andere hier. Ja. Und original, wir standen da hinten, und dann sagt er, Alter, was ist das für ein Unterschied von der Breite? Ja, ist brutal. Hätte ich aber jetzt auch nicht gedacht. Nein, aber weil das war ja früher, wo das rauskam, dachte man, mehr geht nicht, das ist einfach das Krasseste, wie mit so einem Flügel, wie soll das gehen? Und dann guckst du dir jetzt das an und denkst, what the fuck, Alter. Ja, das ist schon so surreal, ne? Aber wie ist das vom Fahren? So, ich meine, du bist noch nicht Rennstrecke gefahren und damit ja auch noch nicht viel, ne? Ja, 9 Runden. 9 Runden, ja. So. 9 Runden und 7,13. Echt? Ja, ja. Und wie fühlt sich das jetzt an im Vergleich? Also, kannst du das beschreiben? Also der ist mir noch viel zu schade irgendwie. Ja, klar. Also der hat ja auch, habe ich gesagt, 1000 Kilometer. Genau, ne? Genau, also das Auto ist noch viel zu schade. Der ist nicht eingefahren, deswegen werde ich jetzt nicht drauf ballern oder nee, so. Klar. Der ist komplett mit XPEL PPF-Folie. Foliert. Und der wird auch eingefahren, richtig. Ja, ja. Also richtig nach vorne. Also bei dem alten GT3 habe ich es nicht gemacht. Aber diesmal bei dem würde ich das machen. So, das Auto ist. Das ist auch was Besonderes. Das kriegt nicht jeder, und das ist ja auch. Das ist halt einfach was Besonderes. Leute, ich hätte niemals gedacht, ich habe immer gesagt, ne, Porsche ist seriös, und die Leute reagieren super darauf, ne? Mhm. Also, und es gucken nicht viele Leute. Naja, aber nach. Wir hatten ja den Aventador gehabt. Ja, gut. SVJ. Das war ein Auto zum Beispiel. Asoziales Auto. Ja, jeder hat geguckt. Aber glaubtet mir, das Auto, egal wer das Auto sieht, der guckt 10-mal hin. Ja, ja, normal. Noch auffälliger als der Aventador gefühlt. Echt? Kein Spaß. Und der ist blau und nicht schwarz. Ja, also ich hätte im Leben nicht gedacht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ne, und viele sagen natürlich, oh, der Spoiler, den würde ich jetzt so nicht fahren. Ich feiere das richtig. Ich feiere das. Genau so die Optik. Weißachpaket mit Farbe weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. So, weil das dann hier so eine Kante, weiß ich nicht. Aber in Schwarz, Baba. Also wirklich. Deswegen haben wir ja auch echt überlegt und gesagt, okay, ich bleib meiner Linie treu. Wir machen komplett schwarz. Ja. Ja, auch die Satteln mit Keramikbremsen, kann man ja zeigen. Ach ja, stimmt, ne? Ist komplett black, ne? Alles. Ja, ich wusste gar nicht, ich dachte, die sind immer gelb, aber kann man das komplett auswählen bei Porsche? 800 Euro.
wenn du die lackiert haben. Nur lackiert haben willst. Ja. Ja, moin. Nee, also ist schon ein crazy Ding. Aber ich darf gleich den fahren, oder? Wir können gleich damit fahren, ja. Ich darf den gleich fahren, ne? Erst fahre ich. Und dann darf ich eine Runde fahren. Genau, dann fahre ich erst auch eine Runde. Habe ich ja versprochen. Einmal ein Wort. Sind die neu, die Kaverne? Die sind neu. Nagelneu. Ja, zwei Runden. Moin. Das ist halt krass. Du bist nie selber gefahren? Ich bin einmal Tobis GT3S gefahren, aber ganz lang. Wir sind nur ohne ganz. Ohne Kapzeuer? Ja, ohne. Ohne Setup, ohne alles. Soll ich was sagen? Das ist Cheat, ne? Du würdest sagen, Alter, warum tun wir uns das mit dem E92? Ja, ne? Das ist so. Ein Grip-Level ist ja bei dem Auto schon krass. Überdimensional. Und mit den Reifen halt entgegen. Mit den Reifen. Aber vielleicht, damit die Leute nicht denken, ey, was ist das für ein Spinner, sollen wir mal ein bisschen erklären, wie die Dinger zustande gekommen sind? Ja, erzähl, klar. Also, wir haben ja ein Autohaus. Genau, wollte ich gerade sagen. Das sind unsere Vorteile. Das wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt nicht, das fährst ja auch nicht alles nur privat, sondern das ist Autohaus. Genau, also das Auto läuft ja über die Firma, genauso hier. Ja. Man muss dazu sagen, das Auto war absolut spontaner Kauf. Das ist und das Auto, preislich auch fair, ne? War fair. Ja. Das ist ja das alte Auto von Karl genau. Von Custom Racing. Ja. Und ja. Ne, auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, viele denken jetzt so, Alter, du kaufst so ein Auto für 300.000 Euro, bist du behindert, da kannst du ein Haus verkaufen. Den kannst du jetzt aber halt für 450 verkaufen. Was wir nicht vorhaben. Was ihr nicht vorhabt, ne? Alles gut, habt ihr nicht vor. Ich und das meine, nervt mich auch jedes Mal aufs Neue. Jeder denkt von mir, dass ich das Ding gleich verkaufe. Ja, weil ihr halt einen Autohandel habt. Ja, aber machen wir nicht. Dürft also, ihr ja auch nicht. Wie lange darfst du es halten? Ein Jahr. Ein Jahr musst du es halten, ne? Ja, und dann darfst du es verkaufen. Genau, mein GT3 RS zum Beispiel, GT3 damals, musste ich 6 Monate halten, ich bin über ein Jahr gefahren. Ja, ist ja auch in Ordnung. Also, deswegen für euch zur Erklärung, man muss so eine Kiste ein Jahr halten und darf ihn erst dann verkaufen, weil du sonst gesperrt wirst bei Porsche. Ne? Dann kriegst du nie wieder ein. Nie wieder. Und als Autohändler bekommst du sowieso kaum einen Auto. Ja, habe ich eh schon gedacht, wie das ist. Aber kurz ein Tag von meiner Seite aus. Das Auto kannst du bei ungefähr 25 Grad, 22 Grad Außentemperatur, Fenster auf, nicht fahren. Du schwitzt dich tot. Warum? Ey, diese warme Luft, was von hier kommt. Ne? Ach so, vom Kühlerpaket? Ey, wenn du Fenster auf hast, du bist... Wirklich so schlimm? Ey, du bist komplett tot. Du bist komplett tot. Ohne Witz, Fenster zu, muss. Ja gut. Geht gar nicht anders. Es geht halt hier auch hoch, geht hier an der Säule vorbei und ne? Wenn du Fenster auf hast, ist vorbei. Du spürst auch, wenn du deinen Arm so draußen hältst, ne? Hier unten komplett heiß gefühlt. Und wenn du nach oben hältst, kalt. Ja, das heißt, ich bin gleich wirklich gespannt, wie das fährt. Also wirklich gespannt, weil heute ist auch gar gute Bedingung. Ist nicht viel los, ne? Nicht viel los. Einzige, also ich hätte zum Beispiel, wenn wir gleich fahren, ich fahre ganz entspannt. Ich habe nie Angst, dass ich irgendwie, dass was passiert, weil ich irgendwie übertreibe oder so. Ich habe immer nur Angst vor Betriebsunfällen. Sitzt halt drin und bist Beifahrer, ne? Genau. Dann sitzt aber die Ängste haben wir alle. Ja, das ist halt der einzige Punkt, ne? Dann sitzt du drin und bist Beifahrer. Dann kann man immer sagen, ja, das wäre ihm genauso passiert auf der Runde, ja, aber das ist auch sein Auto, wenn das ihm passiert. Ja, ja, genau. Das ist ja immer was anderes. Ja, dann überspringen wir direkt. Ja, wir gehen in jetzt ins Auto. Wir gehen jetzt quasi zusammen ins Auto. Jetzt ins Auto. Ja. Und dann dann sprechen wir nochmal. Wir schon 260, Bruder.
Alter, bitte nicht diesen. Oh! Ey, nicht so schnell. Oh, Alter, Digga, das. Junge, wie schnell ist das? Lass ich den Tom noch zum. Hör auf, das ist ja nicht mehr feierlich, Mann. Wir haben doch gerade Chicken Masala gegessen. Oh. Digga, du musst schon bremsen. Oh, Alter. Okay, er will's nie wieder im 3 fahren. Nie wieder. Wo im 3? Guck mal, Junge, Kurven Speed. Ja. Aber der Reifen, der KBR, das ist auch eine Frechheit, sorry. Du musst einen Freiwille? Ja. Aber er macht das. Junge. Oh. Das ist scheiße. Digga, das ist viel zu schnell. Ey, nicht so. Unbegreiflich, oder? Ich verstehe das nicht gerade. Ich kann das gerade nicht verstehen, wirklich nicht. Ich denke, jede Kurve geht nicht. Das geht doch jetzt nicht. Junge! Fuck, Alter! Was macht der? Oh, hast du gesehen? Moin, ey. Hier bist du Angst bekommen. Ja, nein, ich will das auch nicht. Jürgen, nicht so schnell! Boah! Harun, nicht Harun! Es geht! Ja! Es geht! Es geht! Junge, was für ein Kurvenspeed! Es geht! Oh, fahr aber jetzt nicht voll hier, bitte! Oh, Dicker! Komm! Ja, okay. Aber du hast das Auto ganz neu, weißt du? Langsam gleich dagegen fahren. Ha! Verpiss dich. Das ist crazy. Ich fahr chillig, ne? Also ja, ist total entspannt. Ey, ich fand's noch nie so entspannt hier auf der Nordschleife, ehrlich nicht. Ey, das ist ja nicht normal. Wie früh du gehst ja mit der Kurve aufs Gas. Versteh dich nicht. Oh, Digga. Ja, danke, Franzose. Ich finde das ganz gut, dass du ein bisschen. Ich liebe das, jetzt gibt er noch Gas. Nein, Digga, mach aber nicht auf Ernst. Echt nicht, weil der zieht rein, das ist ein Franzose, ne? Da musst du aufpassen, das sind andere Menschen. Oh, nee, zu schnell. Ah. Was denkst du? Digga, ich kann das nicht. Oh, Junge. Boah, ich hab richtig Pain, ne? Das ist viel zu schnell. Harry, ne? Harry, boah, hier runter. Pass auf, der zieht rein. Da ist auch ein komischer Bruder. Wir haben die Körbe zu tun. Nee, oh nee, Digga. Oh. Oh, nicht, pass auf, da kommt ein Blick. Boah, ich wusste schon, dass Heck kommt. Hab schon gemerkt. Hab Herz. Hab richtig Herz, Digga. Guck mal, hier finde ich auch diese. Ja, da sind Autos. Perfekt, Digga! Da lag, hast du gesehen? Nein! Da lag einfach ein Motorrad! Kein Gelb, nix! Boah, pass auf! Oh, Vorsicht! Ja, hier traue ich mich gar nicht. Nee, alles gut. Die können sich nicht einschätzen. Verstehe ich nicht.
schon mal Beifahrer gewesen hier? Bei Karl, ne? Ja, bei Karl. Okay, ja. Der ist auch gehackt hier mit dem Avisau, ne? Unglaublich. Ja. Junge, stell halt. Der auch ein sehr schlechter Beifahrer, ne? Ja? Gucken wir mal. Kein Maßstab, ne?
kannst nicht verstehen, ne? Verstehst du einfach nicht. Ist so. Also ich fahre hier die Kurve voll. Voll? Voll. Ja, ich nicht, aber... Ja, hier warst du übel schnell. Ja. Hier dachte ich mir so, Bruder, mach mal nicht. Jetzt hier ja, auf mein Bankkonto drauf. Ja? Leute, wie kriegen wir das jetzt hin, ne? Ja. PayPal-Spendenseite, also, sollen wir mal probieren, oder? Auf die paar Supplements, also, ne. Warte mal, ich hab jetzt 45.000 Abonnenten. Wenn ja. jeder nur 5 Euro gibt, habe ich einen. Würdet ihr machen, Leute? Jeder 5? Also ich würde sofort. Du würdest auch 50er, ne? 50er hau ich dir rein. Okay, da müssten nur 4.500 Leute nur einen 50er reinschmeißen. Aber das muss so ein Pool sein, wenn die 200.000 nicht erreicht sind, kriegt jeder sein Geld wieder. Das wäre krass. Macht das alles keinen Sinn. Ja, stimmt, weil dann hast du... Bei 80.000 machst du Stopp, wohin mit dem Geld? Nee, was soll ich mit 80.000? Richtig, ich brauche keine 80.000. Die pisse ich, ne? Die pisse ich, aber Spaß beiseite. Ich kann es mir, also aktueller Stand kann ich mir nicht vorstellen, weil wir haben das Thema, Leute, dass wir die ganze Zeit darüber sprechen, dass ein M3 oder ein Porsche irgendwann langweilig wird. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es langweilig wird. Jetzt mal Hand aufs Herz. Willst du sagen? Nein. Nee, ne? Boah. Krank, hat richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Aber hat mir, boah, Spaß gemacht. Ist schon, also, ja, ist schon, muss man leider sagen, auch jetzt mindestens auf einem Level von Geilheit wie mein M3, so finde ich jetzt gerade. Aber vielleicht auch muss ich mich ein bisschen in Schutz nehmen, das Auto, weil es neu ist. Ja, wir haben aber auch volle Kanone Leistung. Ja, aber es ist halt auch neu, ne? Du weißt ja immer, neue Sachen immer geil. Also, ich glaube, für so ein Touri, bla bla bla, ist so ein GT3 schon eigentlich... Das ist zu schnell eigentlich schon. Ja, aber du hast Spaß. Ja, normal hast du Spaß. Zwischen dem Auto und dem M3. Hier machst du hier 2,6 bar, 2,8 hinten. Und fährst damit wieder nach Hause, ja. Und vor allem, wenn was ist, stellst du den zum Manta und sagst, hier, approved, Abfahrt. Ja, und du kriegst Kaffee. Naja, das kriegen wir bei Karl ja mittlerweile auch. Der Karl hast du immer bekommen, aber anders. Anders, ne? Der spuckt vorher noch rein. Spuckt auch so rein. Aber wir haben heute noch drüber geredet, also Karl ist schon... Ja, ist super, ehrlich jetzt. Also, der wird das bestimmt sehen jetzt hier. Ja, ja, Karl, wir lieben dich. Ohne Witz. Also... Ich auf jeden Fall. Moin. Jo. Ja, Luftdruck. Nee, aber ist schon sehr geil. Ich sag vielen, vielen Dank. Ich gebe dich mal so hin, weil meine Hemd ist hier richtig eklig verschwitzt. Soll. Du packst mein Lenkrad an. Ja, das saugt das auf. Ich weiß. Das ist... Nee, geil, krank. Also ich will mir jetzt halt nicht vorstellen, wie der 992 mit Cup Air ist. Das muss ja fernab von jeglicher Realität sein. Das kannst du ja keinem Menschen erzählen. Also Aero, dieses DLC? DS. DS? Ja. Also DS? DS. Du meinst doch, dass der Flügel sich flach stellt. Der DS. Schneid das raus, ich hab das Auto, ich weiß es trotzdem nicht. Ja, das bleibt drin. Also das DRS? Ja, das bleibt drin, alles gut. Ja, okay. Das kann man ruhig. DRS? Scheiße. Soll er krank sein? Ja, ja. Aber was ich krass finde, ist, dass du es wirklich immer betätigen musst. Dass es nicht das Auto das sozusagen automatisch macht. Weil das heißt ja schon so, eigentlich denkt man ja, das ist so für Leute, die auch einfach mal schnell fahren wollen. Ich meine, das ist auch schnell, wenn du das nicht betätigst. Das macht er auch automatisch. Nein, macht er nicht. Ich habe mit Flo gesprochen.
Ich bin ja mit ihm gefahren. Ich habe ihn gefragt, er sagt, er macht das nicht automatisch. Nur wenn du drauf drückst. Da steht der S ready und dann drückst du drauf. In dem Track Mode ist es immer oben, außer du drückst aus. So hat er mir erklärt. Wenn du bremst, geht er nicht hoch. Dann geht er hoch, klar. Aber du musst aufmachen, händisch. Du musst immer händisch aufmachen, aber wenn du bremst, geht er hoch. Bam. Ah, okay. Ja, das hat er erklärt. Wahrscheinlich gibt es einen Modus, so Autobahn oder so, das immer offen ist. Irgendwie. Ja, der ist aus. Du fährst ja nicht auf Track auf der Autobahn. Nee, normal nicht. Aber. Ja, Leute, und so fährt man eben doch noch 902 GT3 RS. Geil. Geiles Gefühl. Aber man muss sich halt eins bewusst sein. Ich sitze halt gerade in einem 500.000-Euro-Auto. Zumindest ist der aktuelle Verkaufspreis. Also der Listenpreis ist natürlich geringer, aber man kriegt halt keinen. Ne? Krass. Ist echt krass. Boah, ich hätte mal richtig Bock, muss ich ehrlich sagen, mit so einer Kiste mal Bilsterberg. Nordschleife ist auch geil, hat übel Spaß gemacht jetzt mit Haru und seinem, aber Nordschleife ist natürlich auch immer so ein ganz, ganz schmaler Grat. Ne? Also, boah. Weiß ich nicht. Also das ist halt immer so, da kannst du dich ja gar nicht so ans Limit rantasten. Weil, vor allem nicht mit so einem Auto, ne? Mit meinem M3 schon, würde ich sagen, weil es auch meiner ist und weil er auch bezahlt ist und weil, wenn was passiert, dann ist es mein Ding. Aber hiermit, ja. Aber Bilsterberg wäre halt mal geil. Der ist ready, geil. Kann ich drücken? Yo, der ist active, fährt der Flügel hinten runter. Oh. So, nochmal drücken, fährt er wieder hoch. Sieht man das? Nee, ne? Vielleicht sieht man es auf der Kamera. Ready? Flach. Wie ein Rennauto. Und dann wieder. Zack, der ist ready. Ich würde gerne mal, ich muss mal ein bisschen schneller fahren. Ich würde mal gerne spüren, ob man das fühlt. Wenn das quasi hoch und runter fährt. Schon nice. Schon gut. Ich meine, es ist halt auch, man muss sich mal gerade bewusst werden. Und das werde ich mir ganz oft wieder in letzter Zeit. Das ist schon ein Privileg und das ist auch schon eine ganz besondere Ehre, dass ich gerade das Auto fahren darf. Überlegt mal, wenn ihr mal alleine nur so ein Auto fahren wollt, jetzt ist natürlich noch mein Ding so, ich würde es gerne mal auf der Rennstrecke fahren, das ist natürlich der nächste Step, aber allein das auch schon mal nur zu fahren, wer darf denn einen 992 GT3 RS fahren? Einfach geil. Wobei Harun da eh cool ist, ich bin ja auch seinen Aventador gefahren und so, der ist halt eh übel entspannt. Ich meine, ich bin eben mit seinem 991.2 GT3 S, den man ja gerade schon fast schlecht macht, wenn man über das Auto hier redet, gefahren und das war halt auch schon ultra geil. Ey, so ein Raumschiff, das Auto. Macht mich komplett fertig. Aber es ist krank, ist geil. Leute, alle Autos wieder heile da, der neue sowieso, weil den habe ich ja gerade noch runtergefahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn da platt fahre, ist sehr gering, aber auch nicht unmöglich. Tja. Vielen Dank nochmal, das sehr, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und nächstes Mal fahren wir dann mit dem. Ne? Schön Cup R. Wir fahren Bilsterberg. Also ich komme hier so blöd, weißt du, wenn ich den habe und dann den noch, ist auch, geht schon Material schon drauf. Auch assi, ja. Ne? Ein bisschen so. Ist schon. Also. Sag mal Fazit. Ja, ist krank. Also es hätte ich, also ich sag ehrlich, ich war immer so ein bisschen dem Ding, wie ich schon früher auch gesagt habe, ja, das wird halt irgendwann langweilig. Ich glaube kannst nicht. Kannst du es vorstellen? Jetzt gerade kann ich es mir nicht vorstellen, aber nochmal, es ist was Neues, es ist jetzt geil und es ist halt auch, wo ich dann wieder den V10 gefahren bin eben gerade, fand ich es halt auch wieder richtig geil, ne? Ja, der war, oder? Ich bin übrigens auch gerade gefahren. Ist geil, oder nicht? Ja, aber das ist... Snippy, aber von der Kraft her? Unfassbar. Unfassbar, ja, unfassbar geil. Also so same. Ja, ungefähr gleich schnell. Ja. Und das ist halt schon geil, im E92, es bockt schon. Also, ich kann nur sagen, M3 ist was ganz anderes. Ja, andere Welt. Aber GT3 ist auch, was aber Krankes. Auch, überleg mal, diese Reifen, jetzt 25 Runden, 3000 Euro. Ja gut, 25 auf extrem, du kannst ja auch 40, 50 Runden fahren. Meinst du? Ja klar. Wenn aber macht man ja nicht. Auf Peak fährst. Macht man ja nicht. Ja gut. Ja, die typischen GT3 Restaurator, wenn du einen hättest, glaubst du mir, die Reifen würden 60 Runden sehen. Ja, wahrscheinlich auf ja. Krampf. Ne? Ey, das sind halt natürlich Kosten, ne? Ja. Überdimensional. Also der Rätsel kostet ja 1600, das ist schon teuer. Ja, aber der hält aber auch dreimal so lange. Klar, ne? Aber Cup 2R hast du ja gerade gefühlt. Ja, krank. Ne? Ey. Vielleicht mache ich Trofeo demnächst drauf. Ja, ich bin gespannt. Trofeo, ja. Wir schauen. Aaron. Danke dir. Tschüss. Jetzt fährst du nach Hause. Tschüss.